Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu Rainis Zeitgedanken an diesem Pfingstmontag. Und auch an diesem Tag wollen wir uns der Losung und dem Lehrtext widmen. Da heißt es bei dem Propheten Haggai: Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr Zebaoth. Es ist hochinteressant, dass selbst solche prunkvollen Edelmetalle, die jetzt natürlich den Tempel verschönern sollen, weil er nicht an Salomos Tempel heranreicht, in Gottes Hand gelegt werden. Das heißt, er sagt: Mir gehört dieses Edelmetall. Und er wird an einem Tag in der Zukunft dieses Edelmetall, also zwei Edelmetalle, heranspülen, dass dieser Tempel wieder zu einem Bewunderungsort des lebendigen Gottes Israels wird. Es geht also nicht darum, dass wir uns mit Silber und Gold eindecken, dass wir versuchen, diese Prunkmetalle oder diese Werte in unserem Leben auch für uns oder andere sichtbar zu machen, sondern es geht darum, dass Gott bestimmt, wer und wann und wo solche Reichtümer besitzt, wie man damit umgehen kann und zu welchem Zweck sie dienen. Das ist für uns heute besonders wichtig, da wir ja heute gerne in solche Edelmetalle investieren und sagen, in der Zeit der Krise, die jetzt aufbricht, wollen wir auf Nummer sicher gehen. Nein, auf Nummer sicher können wir niemals gehen. Es ist immer wieder Gott, der für uns sorgt, der das Beste für uns auswählt. Und auch hier sagt er dem Volk Israel zu: Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass euer Tempel vielleicht so schmächtig aussieht. Ich werde dafür sorgen, dass er im Glanz erstrahlen wird. Und das heißt, auch wir, wenn wir noch so viel vorsorgen, wir werden keine Sicherheit damit erleben oder erfahren, sondern das Einzige, was wirklich hilft, ist das tiefe Gottvertrauen, das er uns führt. Und wir wissen ja sehr genau, dass wir unser Herz nicht an irdische Dinge zu hängen haben und nicht hängen sollen. Und das heißt dann letztlich, wer Gott vertraut, der wird in der größten und tiefsten Krise bestehen, der wird durchkommen. Und da geht es nicht um Edelmetalle oder irdische Werte, sondern wer das Vertrauen Gott schenkt, da geht es um Liebe, um Wahrhaftigkeit, um Ehrlichkeit und um ganz große Hoffnung und Fröhlichkeit. Der Lehrtext, genommen aus der Apostelgeschichte: Die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Das ist der sogenannte Urkommunismus in der Bibel. Da wird erzählt, dass die ersten Christen alles gemeinsam teilten und natürlich zusammen lebten. Es wäre viel zu schön, um wahr zu sein, wenn es eine solche Community gäbe. Das setzt voraus, dass die Menschen sich wirklich von Gott leiten lassen würden und dass sie nach den Maßstäben Gottes auch leben würden, dass sie dem anderen genauso viel zubilligen wie sich selbst. Und dann kennen wir das leidige Motiv und die leidigen Argumente, die dann immer vorgebracht werden. Ja, aber wenn dann einer eben nicht fleißig genug ist, warum soll er gleich viel besitzen wie ich auch? Es geht hier nicht darum, um eine ganz große Gleichmacherei, aber doch um eine Gemeinschaft, die gemeinsam verwaltet, besitzt und dann auch gebraucht. Und ich denke, dass wir in eine solche Zeit hinüberwechseln werden, dass wir eine solche Gemeinschaft erleben werden, in der wir dann tatsächlich nicht mehr gegeneinander und nicht übereinander uns erheben, sondern dass wir wirklich miteinander unterwegs sind, leben und die Güter und die Wertsachen und alles, was uns umgibt, auch wirklich miteinander teilen. Es ist für manche der Kommunismus, aber dieser Kommunismus bei Gott sieht anders aus, denn es wird auch vorausgesetzt, dass sich der andere dann, der natürlich auch profitiert und der dann auch davon bekommt, sich Gott anvertraut und unterordnet. Und wenn das geschehen würde, wenn wir uns alle Gott anvertrauen und unterordnen würden, dann käme es auch nicht zu Ungerechtigkeiten. Dann würde auch jeder das Beste geben, was er kann, nämlich alles. Und wenn er alles gibt, dann muss die Community mit dem doch zufrieden sein. Man kann doch keine Menschen überfordern. Wer also alles gibt, weil er Gott vertraut, dem wird dann auch gegeben werden. Und dann hat vielleicht der eine mal mehr Mühe, aber er hat dann wohl auch mehr die Möglichkeit dazu, mehr zu schaffen. Und der andere hat vielleicht etwas weniger Mühe, weil er gar nicht so viel schaffen kann.
große Gedanken in der Bibel von einer großen Gemeinschaft, die sich Gott unterordnet. So hat Gott einmal sein Konzept angedacht. Was wir daraus gemacht haben, das sehen wir heute. Es bricht über uns zusammen, die Ungerechtigkeiten schreien zum Himmel, manche verhungern, manche haben so im Überfluss, dass sie gar nicht mehr wissen, wo sie es überhaupt ausgeben sollen. Wir sehen also, dass die Bibel eigentlich die Antwort parat hält, wie ein Leben funktionieren könnte. Und da sind wir wieder bei uns. Warum lassen wir Gott nicht die Herrschaft in unserem Leben übernehmen? Darum geht es auch in diesem Pfingstfest. Und er möchte ja in uns wirken, er möchte handeln, er möchte uns begleiten, er möchte, dass wir glücklich sind. Vertrauen wir doch ihm einfach mal, dann werden wir sehen, wie schön das Leben werden kann. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Pfingstmontag. Bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen und wenn Sie mögen, schalten Sie morgen wieder ein, wenn es heißt, bei Reinigzeitgedanken am Vormittag kommen Gedanken zur Losung und zum Lehrtext. Auf Wiederloge. Geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Lange ist's her, da doch Frieden war und diese Welt wirklich Leben war. Keiner von uns weiß, wann's je begann mit dieser Macht und dem Zwang. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. War es der Schritt aus dem Paradies oder der Wahn von den Freimaurern einst? War es die Gier nach Reichtum und Macht? War es der Teufel in Macht? Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch. Egal wer uns auch die Freiheit nimmt, wir sind bestimmt, wir sind Gott. Des Kind, darum so fürchten wir keine Macht, auch nicht den Teufel in Tracht. Wir sind geboren, um frei zu sein. Gott gab uns einst seinen Odem hinein. Deshalb legt ab eure Angst und Pein. Kämpfet für Gott und für euch.